Ja, schön, dass ihr alle da seid. Stellt euch mal vor, wir stehen hier eigentlich direkt dort, wo unter uns dann mal die 100 gebaut werden soll. Und das heißt, die ist hier auch schon gebaut worden. Denn hier wurde für rund schon 20 Millionen Euro ungefähr verbuddelt für eine Tunnelvorbereitungsmaßnahme, die richtig tief geht, ein Doppelstocktunnel. Das Ostkreuz wurde deswegen auch zum Beispiel, brauchte man ein Jahr länger, um dieses Ostkreuz hier umzubauen. Und eben sind wir ja gerade über die Elsenbrücke gefahren, da gibt es auch noch so eine schöne Story. Zwischen dieser Elsenbrücke und der Ringbahn soll ja die Stadtautobahn 100 verlaufen. Aber wenn ihr euch das angesehen habt, dieser Platz ist viel zu schmal, dass man da noch eine Autobahn zwischenquetschen könnte. Und wie man das macht, ist eigentlich unklar. Die einzige logische Möglichkeit ist, dass man die Hälfte der frisch sanierten Elsenbrücke, 4 Millionen hat es wohl gekostet, wieder abreißt. Ein Planverfahren für diesen Bauabschnitt gibt es noch nicht, aber auf der Webseite des Bundesverkehrsministeriums steht, dieser Abschnitt sei schon in Bau, was ja offensichtlich eine Lüge ist. Vor kurzem gab es erstmals eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bundesverkehrswegeplan 2030 und man konnte dort brav seine Einwendung schreiben. Das ging auch online, das ging ganz schnell. Aber eine transparente Auswertung und Erörterung der Eingaben, Fehlanzeige. Echte Bürgerbeteiligung sieht anders aus. Sie muss zu Beginn der Planung stattfinden, sie muss unabhängig vom Vorhabensträger und unparteiisch durchgeführt werden. Sie muss dialogisch und ergebnisoffen diskutiert werden und das Ergebnis sollte verbindlich sein. Davon sind wir meilenweit entfernt. Kurz vor den Abgeordnetenhauswahlen stellt sich die Frage, ist denn wenigstens auf die Berliner Politik Verlass? Nach den massiven Protesten von tausenden Einwendungen im Frühjahr 2009 gegen den Bauabschnitt von Neukölln nach Treptow stimmten beide Regierungsparteien der damaligen rot-roten Koalition gegen das Betonmonster. Da aber Herrn Wohlbereit das damals offenbar nicht passte, setzte er seine SPD unter Druck und ließ ein Jahr später noch einmal abstimmen und erzwang nun eine knappe Mehrheit für die Autobahn. Das ist faule Politik. Damals fragte ich den damaligen Wirtschaftssenator Harald Wolff in der Linkspartei, wieso sie sich das gefallen ließen. Und er sagte mir, ja, die Koalitionsdisziplin ist wichtig. Immerhin wurde es damals geschafft, dass es in dieser Legislaturperiode keinen Planfeststellungsbeschluss gab. Aber ich finde, da hätte die Linken auch mal ein bisschen härter oder ein bisschen klarer eine Ansage machen können. Also, da stellt sich mal die Frage, an der Macht zu bleiben, ob das sich gelohnt hatte, die paar Monate. Ja, es gibt viele Argumente, die gegen den Ausbau der Stadtautobahn sprechen. Ich möchte sie gerade nennen, das würde jetzt viel zu lange dauern. Nur ganz kurz, es wird Autoverkehr gesät, es werden Kieze zerschnitten und Menschen mit Lärm und Abgasen belastet. Was mich aber am meisten stört, ist die Unfähigkeit der Politik, sich von alten Denkgewohnheiten zu lösen. Man denkt wohl, wenn man Elektroautos ein bisschen fördert, dann wird es irgendwann alles gut. Warum fördert man stattdessen keine Elektrolastenräder, mit denen ein bedeutender Anteil des Berliner Güterverkehrs abgewickelt werden könnte? Dass die Berlinerinnen und Berliner diese Entwicklung wollen, zeigt der fulminante erste Erfolg der Initiative Volksentscheid Fahrrad. Stadtautobahnen haben einen hohen Flächenverbrauch und es werden Wohnungen dafür zerstört. Andere große Metropolen weltweit, und zwar von New York bis Moskau, bauen bereits innerstädtische Autobahnen und Straßen zurück. Würde man das in Berlin mit der bestehenden 100 ebenso machen und auf diesen Flächen Wohnraum schaffen, hätte Berlin wohl kein Wohnungsproblem mehr. Ich wünsche mir von den anwesenden Politikerinnen und Politikern hier, dass sie die rückwärtsgewandte Verkehrs- und Infrastrukturpolitik aufgeben und Mut zu solchen Veränderungen haben. Das wird ein Flashmob sein. Wir werden am Samstag, den 9.7. um 15 Uhr die Kreuzung Frankfurter Allee, Gürtelstraße, Mönchhofstraße vor dem Ringcenter 2 besetzen und darauf aufmerksam machen, wenn dort die Autobahn kommt, dann wird der Stau, den wir dann produzieren, eben halt nicht nur 10 Minuten sein, sondern vermutlich für immer. Auf unserer Webseite kennt ihr wahrscheinlich schon www.100stoppen.de.
Das Gleiche, wenn ihr das Stichwort 100 Stoppen bei Twitter oder bei Facebook eingibt, landet ihr auf unserer Facebook-Seite. Und dann möchte ich mich noch ganz herzlich bei dem Fabio Reinhardt von den Piraten bedanken. Der hat nämlich diese Demo hier angemeldet. Außerdem natürlich bei allen, die gekommen sind und natürlich auch bei der Polizei, die uns hier sozusagen sicher geleitet. Ja, und zum Abschluss möchte ich mich von euch verabschieden mit dem Spruch Hopp, 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 100 Stopp. 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 Hopp, hopp, hopp. Okay, und dann geht's gleich weiter. Den Flashmob hatte ich schon angekündigt, Samstag, 9.7. um 15 Uhr auf der Kreuzung Frankfurter Allee, Gürtelstraße am Ringcenter 2. Wir werden uns da auf die Kreuzung drauflegen und ihr könnt also auch dann mit Staubschutzmasken und so weiter, das wird alles hoffentlich eine ganz spannende Aktion werden. Wir haben dann auch weitere Aktionen geplant, die wir aber noch nicht genau festgemacht haben. Es ist ja Wahlkampf und da müssen wir natürlich die Parteien auch noch mal ein bisschen fit machen, dass sie sich auch wirklich gegen die 100 bekennen. Ja, das war's von meiner Seite. Die Webseite haben wir auch gesagt. Wir haben einen Twitter-Account und Facebook auch. Da muss man bloß 100 Shoppen eingeben, dann kommt ihr auf unseren Account. Den könnt ihr liken, teilen und so weiter und könnt Fan werden von uns. Und dann freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Aktion wieder dabei seid.